Gottlieb rettet die Ehre der Männer. Donau 3 FM. Mann oder Memme? Ein wunderschöner, ein traumhafter Tag in Ehingen. Und wir sind jetzt hier an einem Ort angekommen, an dem bestimmt schon viele von Ihnen waren. Es ist der Verkehrsübungsplatz in Ehingen. Wenn ich dir ihn mal vorstellen darf, ja? Alvin aus Ulm. Alvin, komm mal her, bitte sehr. Grüß dich. Hallo, servus. Gebt euch mal die Patschehand. Könnte es natürlich jeder sagen, mein Gott, der Alvin, natürlich, der sieht doch, ist doch ganz normal, der Typ und so. Nee, wir haben mehrere Beweise dafür. Zum einen deinen Blindenausweis. Ja, und zum anderen. Nee, er sieht wirklich nichts. Nein. Du ziehst jetzt auch mal die Brille auf, ja? Wir machen natürlich bei dir auch diese tollen Wetten-Das-Schlagtests. Super. Damit es nicht nachher heißt, hey, da kann er ja durchgucken. Solange ich keine Buntstiefel oder sowas. Ihr beide werdet jetzt Platz nehmen. Als erstes fährt Alvin, der nichts sieht. Und du wirst sagen, wo es ihm hingeht. Das kriegen wir auf die Reihe. Ich vertraue dem Alvin. Jetzt warte mal. Der Alvin, muss ich dir vertraue, ne? Alvin ist ein alter Bleifuß. Und zum anderen wirst dann eben du mit dieser Augenbinde Platz nehmen. Und der Alvin, der nichts sieht, wird dir sagen, wo es hingeht. Den stecken, ja, das ist schon für dich kein Problem. Das kriege ich, glaube ich. Okay. Ja, genau. Und da wird es, also mit der Schaltung kennst du die da? Weiß ich. Erster, ja, und zweiter, mehr braucht man da haben wir eh nicht. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir starten mal das Auto jetzt. Gut. Dann legen wir mal den ersten Gang ein und jetzt ganz langsam und ich schlage ganz ein. Ganz komplett einschlagen. Ganz links rüber. Ganz. Anbremse ich auf, genau. Du weißt mehr als ich. Ganz links einschlage. Ja, ganz links. Okay. Ganz links machst du wunderbar. Und jetzt halt langsam ein bisschen halb rechts, damit man aufs Spur kommt. Ja, links ein bisschen, links. Ganz locker, ein bisschen mehr rechts. Genau, ein bisschen mehr links. Und jetzt sind wir praktisch ein bisschen mehr rechts und jetzt fährst du praktisch schon fast geradeaus. Genau, ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Fast, dass man rechts, 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 ganz rechts, weiter rechts, weiter rechts, ganz ruhig. Weiter rechts, genau. Ein bisschen halb links. So, und jetzt bleibt man so, schau, dass es gerade ist. Gut, gut, gut. Schlagen wir ganz scharf links ein. So, so ungefähr, ja, genau. Gut, ganz langsam jetzt. Und jetzt fahren wir rechts, rechts einschlagen. Halb bisschen, ja, Gas geben ein bisschen. Rechts, 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 rechts. Jetzt machen wir was ganz Geiles. Wir fahren nämlich schon eine Schikane. Links ein bisschen, links ein bisschen, links ein bisschen. Bisschen rechts, bisschen rechts, bisschen links, bisschen links. Kupplung, Trabber, Stopper, anhalten. Super, Weltklasse. Mit dir fahre ich nach Istanbul. Super. Ist der Alvin auch angeschnallt, bitte? Du brauchst gar nicht so schreien, ich sitze schon eben. Achso, ja, das weiß ich ja. Für mich ist das jetzt ein bisschen anders, du kennst das ja. Ja. Leute, das ist so abgefahren. Jetzt gibt der Alvin im Ortlieb Anweisungen. Meine Damen und Herren. Mann oder Memme, jetzt in verschärfter Runde. Ach du Scheiße, echt. Diesmal ein blinder Jürgen Ortlieb, gesteuert von ebenfalls einem Blinden, von Alvin. Können wir losfahren? Wir können, Lady. Wir können losfahren. Ist der links? Du musst schon fahren, Jürgen. Fährst du gerade? Sehr vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Bisschen links, Jürgen. Links. Unglaublich. Schön geradeaus, ganz ruhig. Ich bin bei dir. Ich hab keine Angst, Karl. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Kopf noch dazu. Jürgen Ortlieb ist jetzt hier wirklich sehr am Rudern. Das Auto geht hin und her. Alvin macht so mehr intuitive Steuerung per Hand mit am Lenker. Ja, ich führe ein bisschen mit. Du führst ein bisschen mit, ja. Ja, ich habe mal versucht, den Hinter das Parcours einzu. Kannst du mal das Lenker ein bisschen ruhiger halten, vielleicht? Die ist so aufdringlich. Das machen wir mal. Hier ganz. Bisschen rechts, 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 nicht links, rechts. Stopp! Stopp! Stopp, stopp, stopp. Mal ganz scharf links. Ganz scharf links, Fusch. Ganz scharf links. Ich weiß nur, dass der Kurs oval ist. Und das kannst du irgendwie ein bisschen merken. Ja, jetzt musst du rechts. Ja, mehr kann ich dann nicht sehen. Ich denke, das sage ich. Kein Problem. Aber ich will das ja selber ausprobieren. Verstehst du? Jetzt links, Jürgen, ein bisschen links, genau. Genau links.
so. Okay, und? Jetzt ist gut, jetzt erfasst. Prima. Sauber. Gentlemen, das war unglaublich, aber wahr. Leck mir mal, aber das ist anstrengend. Super, super, echt. Jetzt weiß ich, der gefahren wie alte Profis. Sag mal, sind das Schweißperlen auf deiner Stimme? Ja, aber das ist anstrengend. Es ist wirklich extrem anstrengend. Denk an die Umwelt. Also, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen verkünden, dass wir heute einen Mann haben. Bravo, bravo. Das war, also sowas Verrücktes habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, wir fahren doch Auto. Also, ein Führerschein für Blinde muss her. Entweder die beiden melden sich für den nächsten Rallye-Cross.